Vor den Toren von Linz, in einer naturbelassenen Idylle des Mühlviertels, wird es jetzt fast schon mediterran. Ein Hauch von Italien in Grammerstetten tut sich auf, wenn man den 700 Jahre alten Wederhof besucht. Josef Walchshofer, der Besitzer des Hofes, und seine Kollegin Ulrike Brandstätter haben den Hof in den vergangenen Jahren liebevoll umgebaut und viele kleine Ruheoasen entstehen lassen. Und nun reize ich dank eines Impulses aus der Familie eine weitere Besonderheit dazu. Vor kurzem wurde am Anwesen des Hofes der erste Mühlviertler Olivenhain gepflanzt. Grundsätzlich ist es so, dass mich ein Olivenbaum immer schon fasziniert hat. Der hat so was Magisches in sich. Mein Patenkind hat mich gefragt, was ich von Olivenbaum halte, ob ich nicht ein paar Olivenbäume da setzen möchte. Und ein paar Minuten nachgedacht, denke ich mir, naja, Olivenbaum wäre mal was Besonderes. Es war mal die Idee. Dann hat man Interesse und dann erkundigt man sich. Dann googelt man mal, schaut man, wo kann man Olivenbäume herkriegen. Gibt es Experten, die sich mit dieser Baumart auseinandersetzen. Von der Idee bis zur Umsetzung ist nicht ganz ein halbes Jahr vergangen. Olivenbäume zählen zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt und sind eher im Mittelmeerraum heimisch. Sie wachsen vor allem in küstennahen Gebieten. Jetzt aber auch in Oberösterreich auf 600 Metern Seehöhe. Die Bäume kommen alle aus Spanien. Die erste Zeit, wo man Olivenbäume setzt, sehr wichtig, dass sie genug Wasser haben. Das heißt, also ein 20-Jähriger braucht in der Woche mindestens 20 Liter Wasser. Dann muss man die Bäume jetzt schon schneiden, dass die Energie, also der Saft, nicht in die Blätter geht oder in die Frucht, sondern in die Wurzeln. Dass er richtig einwurzeln kann. Sollte es kälter werden, decke es mit Sicherheit ab, dass nichts passieren kann. Zwar macht der Klimawandel den Anbau traditioneller Obst- und Gemüsesorten immer schwieriger, gleichzeitig eröffnet er neue Möglichkeiten, wie man hier in Grammerstetten sieht. Wir haben letztes Jahr im Oktober, das ist ja für einen Obstbaum spät, sogenannte Testbäume gesetzt. Also das sind ganz kleine gewesen mit einem ganz, ganz dünnen Stamm, vielleicht eine Fingerdicke. Das sind 28 Testbäume und kein einziger Baum ist kaputt gegangen. Und wir haben die Bäume weder abgedeckt noch irgendwie sonderlich behandelt. Ich habe gesagt, wenn es ein Baum ist, der funktioniert, dann funktioniert es oder funktioniert nicht. Und es hat funktioniert. Die reich verzweigten und immergrünen Bäume gelten als Symbol für Frieden und Treue. Ein weiterer Grund für Josef Walchshofer, genau diese Bäume hier anzupflanzen. Der steht ja seit biblischen Zeiten für Weisheit und Unsterblichkeit. Das Symbol für Frieden ist der Olivenbaum. Und das ist mir einfach ein Anliegen und deswegen habe ich mich auch für einen Olivenbaum entschieden. Und nicht nur für 5 Bäume, sondern dann wollte ich auch das mediterrane Lebensgefühl da vermitteln. Und das schaffst du mit 5 Olivenbäumen nicht. Über eine Piazza kommt man dann zu den über 200 Olivenbäumen. Sie bringen einige Jahre an Leben mit. Der jüngste unter ihnen ist 20 Jahre alt, der älteste über 200 Jahre. Und so angelegt, dass sogar Romantiker staunen. Wenn man von oben drauf schaut, dann geht ein Gehweg durch den Hain und dieser Gehweg sind 2 Herzen, die ineinander schmelzen. Und die haben natürlich schon wirklich beträchtigen Stamm, der so verkorkste Rinden hat. Und ja, es ist ein magischer Ort geworden, wenn man so will, in diesem Olivenhain. Natürlich hat man auch Plätze geschaffen, wo Gäste des Wederhofs den Olivenhain besonders genießen können. Ja, mich freut unendlich, dass das gelungen ist. Weil es war ja nicht geplant und weil es eben nicht geplant war, dass es eine spontane Entscheidung war, gefällt es mir wahrscheinlich noch umso mehr, weil es funktioniert oder funktioniert hat. Die Blätter der Bäume werden dann getrocknet und nachhaltig und regional weiterverarbeitet. Der Wederhof Olivenhain, der erste im Mühlviertel, ist nicht nur ein Beispiel für klimaangepasste Landwirtschaft, sondern auch ein mediterraner Wohlfühlort.